Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig und ich habe gedacht, hier käme ich wieder raus, aber okay, ist kein Ausgang. Da kommt man nicht durch. Und hier noch irgendwas? Nee. Ich glaube, wenn, dann wäre es uns auch hier auf dem Minimap gezeigt. Na gut, dann machen wir als nächstes halt die dunkle Gasse. Du hättest auch den Weg nehmen können, aber okay. Laufen wir halt außen rum. So. Da wird wahrscheinlich ja ebenfalls wieder ein Band der A-Führer mit Gauner und Spießgeseller. Selbes Spiel. Mhm. Sehr eloquent mal wieder. Die haben Rotz umgelegt. Packt sie! Ja, wenn so edle andere UNA-Führer schon Rotz hesen, das spricht sehr für die, für das edle Klientel dort. Mistkerle. So. Ich glaube, ich habe da auch noch... Ah ne, das ist wirklich ein Spießgeselle. Okay, die sollen aufhören, mich zu beschießen, die Mistkerle. Und Morrigan kann jetzt auch mal, ich glaube, wir müssen nur irgendwas rausschmeißen, ja. Dass die nämlich ihr tolle Fähigkeit noch mit drin hat vom Geistheiler. Wir sind nämlich alle ziemlich gut beisammen gerade. Kannst du das jetzt nämlich mal machen? Das kotzt mich gerade an, dass ich hier nicht dazu komme, meine Spells zu casten. Ja, das hat uns alle ordentlich geheilt. Das war schon eine nützliche Fähigkeit. Dann moschen wir erstmal um. Und dann wird eingefroren, was hier rumsteht. Ja, okay. Da kommt noch so ein Typ. Das war's dann mit dem. Der Spießgeselle, der wird gezischt. Und der Bande-A-Führer meint wirklich, er müsste nochmal herum, oder der ist gerade tot, oder? Ich glaube, den hat's gerade erwischt. Na gut. Jo. Die werden noch angezündet. Da lebt noch einer. Dann zuzel ich noch ein bisschen Energie ab und dahin sind noch welche. Okay. Hm. Der macht's mal ein bisschen schwierig. Ah, Moment. Ups. So. Gut, dann haben wir Ike vor, dann können wir auch zerbröseln. Yep. Dann bleibt hier nur noch der hier übrig. Okay, dokeli. Damit werden auch die erledigt. Dann gucken wir dann nochmal. Ups, gehst du weg? So. Gucken wir dann nochmal, wer was bei sich hat hier. Yes, das steht rum wie ein Dreckhivel. So. You wish to talk? Ah, good. I have a question for you. How well versed are you in poetry? Antiven poetry specifically. Hervorragende Art, das jetzt zu Froh und wunderbarer Zeitpunkt. Ich weiß nichts über Dichtkunst, ist es euer Froh? Ich erkenne gutes Gedicht, wenn ich eins höre, oder dafür habe ich jetzt wirklich gezahlt? Na, ich erkenne gutes Gedicht, wenn ich eins höre. Well, trust me then. You won't be hearing it now. It was recited to me, as I recall, by a rather wealthy target of mine. Let's see. The symphony I see in thee, it whispers songs to me. Songs of hot breath upon my neck, songs of soft sighs by my head, songs of nails upon my back, songs of thee come to my bed. Ach, herrje, oh, was ist denn das, das Sexgedicht? Mordopfer hat euch das verzählt? Na, da will ich, doch möcht mal bestenfalls zusammenzucker. Was ist denn das? So she claimed. She was trying to seduce me, you see, and somehow she thought that this would actually convince me to spare her. I had sex with her anyway, but that goes without saying. She still had to die. The poem was amusing at the time, however, and thus I've always remembered it. Wie charmant. Und warum tragt ihr es mir vor? Wollt ihr mich jetzt verführen? Ihr habt sie trotzdem umgebracht. Na, warum tragt ihr mir das jetzt vor? Here I thought you might be chilled up by some naughty poetry. You simply look so unhappy. Such an unflattering expression for such a lovely face. Ihr findet mich schön, ich bin gar nicht unglücklich. Ich meine, ich habe gerade nur ein paar Bandite abgeschlachtet.
Die Zeit ist nicht besonders rosig, wisst ihr. Ich weiß, eure Mühe zu würdig, ihr spart euch die Mühe. Ihr findet mich schön. Das ist irgendwie so, ich weiß ja nicht, hier ist das ja leid. Ja gut, ich weiß, eure Mühe zu würdig. Do you? It's always pleasing to have one's efforts recognized. Good karma all around. Me, I tend to make the best of whatever situation I find myself in, stealing what moments I can. It's served me well most days. You might learn to do the same. Das werde ich mal probieren. Ich werde es mal merken. Gute mitgefahren. Macht euch nicht lächerlich. Danke für die gönnerhafte Vorschlag. Das werde ich dann wohl mal probieren. Oh, then I learn something new about you every day. Enough poetry, I think. The time has come for traveling and the murdering of villains and whatever else passes for adventuring these days. Jo, das gibt nochmal 5 Pluspunkte bei Saffron. Der hat auch nur einen Wundumschlag bei sich. Die hängt Geld, das ist immer gut. Der da hat auch wieder ein bisschen Geld. Nachdem ich jetzt gerade so viel ausgebe habe, kann ich Geld definitiv gut gebrauchen. Schwaches Elixier der Erdung, können wir auch verkaufen wieder oder wegschmeißen, wenn ich wieder zu viel Krempel in der Tasche habe. So, ja genau, wo ist der Fuhat vom Wege? Stan steht rum wie ein Dreckkivel. Das ist auch ein wunderschönes Pelzerwort für Mülleimer, ne? Also Mülleimer kann man natürlich auch sagen. Oder halt Dreckkivel. Und Mülltüten heißt auf Pelzig übrigens Dreckkivel-Dutter. Das ist auch ein sehr schönes Wort, was ewig lang ist. Vermummter Kurier, hallo? I'm sure you have your own business to attend to. Ja, deswegen war ich hier gerade hier und habe ein paar Leute abgeschnetzelt. So, der Rotz habe ich niedergemacht und der andere Kumpane, jetzt auch keine Ahnung, wie der hieß. Man hätte ja auch so über die Hauptstraße gehen können, aber... Komm, wir gehen so unnötig wie möglich. Ja, ist das ja leid, was ein Umweg. Donebe hätte man reingehen können, aber okay. Gauner, Bande-A-Führer, Spießgeseller. Ja, kommt dasselbe Problem hier wieder. Achtung. You. Ah. We're about to send the boys to hunt you down. Boss says kill him. Okay, das war sogar ein bisschen mehr als mit anderen Gestalter. So, die schütteln wir jetzt erstmal. Dann gibt es nochmal Inferno hinterher, weil es so wieschte Kerle sind. Oh, Stan hat es auch schon erwischt. So. Bitteschön. Das ist noch für euch, weil es einfach Spaß macht. Und Gewitter können wir auch noch hinterher jagen. Einfach weil es so viel Spaß macht. So. Gibt's noch Gewitter hinterher? Müssen die mich immer unterbrechen, die Gestalter? Upsi, ich sollte mich mal dringend heilen lassen. Der versucht abzuhauen, der Knetkopf. Upsi, jetzt hat er den Knetkopf abgesenzt kriegt. Morrigan, mach doch mal bitte die Geistheilung, wenn wir gerade so schön kuschelig beisammen stehen. Merci. Tja, da stehen noch so ein paar Typen rum. Und da ist dann noch eine Quest vom Sir Frieden, Frieden, wie auch immer. Die stehen halt noch schön hier mitte drin. Gut, da sind noch zwei. Halte mal eine Gaula, die kann ich bestimmt so einfrieren. Das Seppel kriegt halt damit ab, aber so what? Oh, der hat es auch noch abgekriegt. Na gut, den lasse ich mal zerbersten. Und der andere, der hat auch noch was abkriegt. Okay. Hat auch noch die Rieb abgesenzt kriegt. Na gut, die zwei Typen, die Hennix. Oh, den habe ich wohl gekillt. Oder der wurde gerade gekillt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es der einer noch erwischt. Der hat noch was, der Bande-A-Führer. Natürlich wieder nur ein Wundumschlag, ist da logisch. Da war noch ein Holzkistel, habe ich da gewusst. Truhe, zwei Holzkistler, Feuerkristall. Oh ja, endlich habe ich mal ein Feuerkristall. Findet man ja so gut wie nie, genauso wie Elfenwurzler. Dann das übliche, Seppel macht die Truhe auf. Streitaxt aus roter Stahl, okay. Und Sir Frydens Tagebuch, neue Quest, der letzte Wunsch. Finde die Malefikare im Gesindeviertel und lösche sie aus. Bei einem toten Templer namens Sir Frieden hast du ein halbverbranntes Tagebuch gefunden. Die Eintragungen haben dir verraten, dass Frieden sich seinen Vorgesetzten widersetzt und einem nicht namentlich genannten Templer geholfen hat, Berichten über Blutmagier in Denerim nachzugehen.
Seine Nachforschungen hatten ihn zu einem verlassenen Gebäude in den Seitengassen Denerims geführt. Frydens letzter Eintrag besagt, dass er entdeckt wurde und dass er hofft, sich derjenige, der dieses Tagebuch liest, um die in der Stadt versteckten Blutmagier kümmert. Gut, ist dafür natürlich nur ein Blutmagier, Gever, und das bin ich, also ist doch klar. Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, dreckiger Schuppen. Deserteur Lazen, zwielichtiger Gauner und hinter Truhe. Okay, die sollen mir jetzt erstmal egal sein, die Gestalter. Ich mag jetzt nur, dass der erstmal hier die Truhe aufmacht. Your desire ist die Truhe aufzukriegen. Gut, da sind noch ein paar schäbige Better. Halt mal nochmal mit dem... What business would the mighty Grey Wardens have with a man like me? Nix, Lippol. What do you say? Ja gut, mit denen kann ich jetzt offenbar noch nichts anfangen, mit den Gestalter. Aber vielleicht gibt es ja auch wieder irgend so lustige Quest. Entweder mit dem Zusammenarbeiter oder halt nicht Zusammenarbeiter. Gut, ist halt auch nicht auf der Karte vermerkt. Finde ich etwas komisch. Da ist noch ein vermummter Kurier. Das ist mal eine Dame. Let me be. Niemals! Ansonsten noch mit so Abwasserrohre. Lecker, lecker. Gut, dann können wir ja eigentlich doch wieder rausgehen. Und leerstehendes Gebäude. Da ist das jetzt neu für uns auf der Karte. Gehen wir doch sofort hier. Dann können wir uns noch um die Perle kümmern. Da müssen wir ein paar noch in der Arsch treten und dann geht es eigentlich wieder zurück. Ein paar Quests abgeben, ne? Leerstehendes Gebäude. Ist hier nichts zum Plündern. Wirklich so gar nichts. Wunderschönes Gemälde von jemand. Verborgene Tür. Da. Ach, sehr geschickt versteckt, ne? Türrahmen und so war fast nicht erkennbar. Und da sind anscheinend ein paar Blutmagier. Ups, it's a trap. Okay, was ist denn da? Kunari-Söldner, Söldner und Blutmagier. Okay. Trötötötö. Mist, die haben mich eingefroren, die Säcke. Dann noch einmal. Viel Spaß damit. Seppel, ich will, dass du das Tellereiser entschärfst. Und ich will in der Zwischenzeit ein lustiges Inferno da ohne Starter. So, Morrigan, du darfst mich heilen, wenn du lieb bist. Dann können wir selbstverständlich noch da ohne einen Sturm reinholen. Weil diese flächendeckenden Zauber sind eigentlich echt ziemlich geil. Das löscht halt sehr viel auf Emol aus. Yes, das die Knetköpfe machen mir aber echt Sorge. Ständig unterbrechen die mich. Komm schon. Ja, okay, das war's jetzt auch mit dem. Ja gut, die werden jetzt gerade ordentlich zerfetzt hier von dem, was da ohne rum tobt und würstelt und macht. Warten wir mal, bis sich der Scheiß gelegt hat. Und dann gehen wir mal runter und plündern, was noch übrig ist und noch nicht verbrannt ist. Ich finde es eine geile Kombination. Erdbebe bringt sie erstmal die ganze Zeit fett aus dem Schlüssel zur Haustür. Bringt sie fett aus dem Gleichgewicht. Und dann kann man sie mit Inferno noch schön grillen. Der Kunari-Söldner hat ein bisschen Geld auf dem Rüstungsständer. Ist ein großes hölzernes Rundschild. Erkennt man ja an der Textur. Und ich nehme an, wir können dann hier durch, ne? Jo, Schlüssel verwendet. Da müssen wir jetzt aufpassen wegen Faller, ne? Ansonsten wursteln hier noch diverse Söldner rum. Werden wahrscheinlich alle zum Blutmagier-Zirkel gehören. Der halt in Denerim aktiv ist. Okay, keine Falle. Tiefenpilz. Können wir jetzt wieder Folgendes machen. Uff. Und sofort das Erdbeberei jage, dass es gerade so kracht. So. Viel Spaß damit. Und mal wieder Inferno hinterher. Okay. Das hat niemand unterbrochen. Also niemand hat mich unterbrochen. Da können wir gleich noch einen Kältekegel hinterher fetzen. Und können da nochmal einen Kätteblitz starten. Ja, der wird es wahrscheinlich entlang machen, der Typ.
bisschen Lebensenergie kümmern, so Abzwacker. Ja, natürlich, watch out, diese Trap. Wo ist es dann? Die Trap. Stolperdraht. Na gut, mein lustiger NSC-Man, jetzt halt, sie müssten hier reinstürmen. Ich würde mal sagen, ihr kommt mal lieber alle raus hier, ja. Bevor ihr selber noch ein bisschen was davor abkriegen. Können wir auch hier gleich wieder plündern gehen. Die haben anscheinend ein bisschen mehr Geld bei sich als diese Hinterhof-Gauner. Hier ist nix. Okay. Gut, Seppel. Ne, der muss erstmal reinkommen in die, in den Raum. So, jetzt ist er drin. Jetzt kann er auch das Stolperdraht entfernen, beziehungsweise entschärfen. Und ich gehe mal mit. Schwache Verletzungsausrüstung ist immer gut. Trütütütö. Da kommt die wieder. Ah, gewichtelt. Du sollst nach wie vor das dappische Ding entschärfen. Schmeiß mal eine halbe Erdbeberei. Na? Hier, das, ja, das Gebiet sieht doch gut aus. So. Dann kann nämlich gleich mal... Okay, dafür habe ich nichts mehr, aber einen Sturm kann ich nachher. Ja, genau, so das Gebiet. So. Viel Spaß damit. Okay, mich trifft hier noch mein eigenes Erdbeben. Gut, die geben noch alle ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, finde ich gut. Morrigan, heil doch mal das Seppel. Der kriegt nämlich gerade ein bisschen zu viel ab, der gute Mann. Und da ist noch ein Trap. Okay, haut drauf. Wo ist dann die Falle? Ja, sehe ich jetzt halt nirgends. So, wieder einer tot. Morrigan, heil doch mal Stan. Okay, den Blutmagier hat es noch nicht erwischt. Da kümmere ich mich jetzt drum. Hau den Kasper aus der Socke. Dann frier man mal Ei. Und geben noch mal einer hinterher, weil es so gut schmeckt. Ja, dann bleibt ja nur noch der da. Nochmal eine Heilung auf Stan. Nee, so rum. So, dann macht sie ihn nicht so lang. Gut. Dann können wir hier mal wieder kräftig plündern. Okay, du hast halt einer in die Fallerei gelatscht. Na gut, passiert. Kollateralschäden. So, ansonsten ist nichts mehr hier drin. Das dürfen wir aber in der Episode heute eigentlich noch hinkriegen, denke ich. Dass wir das Untergrundgedöns hier noch auflösen werden. Da ist noch ein Raum. Ah, das ist wohl das Lager. Froststein, das muss geknackt werden. Oder wir haben hier der richtige elfische Schurke. Und drin ist Kettehandschuhe aus Rüstungsstahl, rotem Stahl. Na gut. Dasselbe Spielchen hier wieder. Trütütütö. Oh, das ist mal andere Musik. Naja, es ist mal ein bisschen zu weit weg. Okay. Dann machen wir das halt so. Nee, nach wie vor dieselbe Knödelmusik. So. Erdbeber. Morrigan, heil doch mal Stan. Und auf den Knetkopf machen wir hier die eisige Umarmung. So, dann hat es auch noch erwischt. Den Söldner kriegen wir auch noch. Oder die beide kriegen wir sogar. Und den versuchen wir mal zu fetzen. Nee, hat leider nicht geklappt. Okay. Da drin steht noch einer. Der macht's aber auch nicht mehr so lang. Das war wohl... Ja, das sind sogar zwei Blutmagier insgesamt gewesen.
Das war wohl eine Art, oder ist wohl eine Art Ritualraum. Da haben wir hier ein paar Leiche rumliegen, dazu noch die schöne, fürs Ambiente taugliche, Pfeiler des Drecks, Blutschmiererei auf dem Boden, die Ambiente tauglicher. Ansonsten gibt es hier nichts zum Plündern. Okay, na dann, heiter weiter, ne? Druckplatte, ne? Ich habe da nicht so gutes Gefühl dabei, das entschärfen wir mal lieber. Hab das Gefühl nämlich dann, dass es hier Feuerbälle hakelt. 55 sogar an Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Schurke Mensch, Kunari Söldner, Kunari, wer hätte es erwartet? Jo, Schurke, ich friere mal ein bisschen ein. Da tauchen noch so ein paar von den Kaspar aus dem Schatten auf. Frieren wir doch beide mal ein. Der Kunari sollten einfach so richtig knacken. Hat funktioniert. Gut, oder? Also ein paar Goldmünze bringt uns das ganze Achei. Durch das ganze Gold, was die, oder das Silber, was die bei sich haben, sind wir immer hier jetzt wieder auf 11 Gold, ne? Ich meine, vorher waren wir bei 4 Gold noch mal eine Einkäufer. Das hat sich doch allmählich gemausert, ne? Pff, hier lacht. Okay, dann lacht doch noch mal eine Runde und knackt die Truhe. Shall we? Genau. Pff, für Elfenwurzel hat sich auch richtig gelohnt. Jackpot, yeah! Dann geht's ja noch durch hier. So ein ganz verdächtiger Gang hier noch. Oh. Mit ein paar Schlangenskelette. Ja, mal weg. Sie Amora. Das ist so sehr lieb von dir. Du Charmeur. 48 EP. Also so krumme Zahlen hatten wir bisher noch nicht. Tja, you know what time it is? Earthquake time. Und Time to Die ist es natürlich auch noch. Und Inferno. Ey. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Morrigan, bitte Geistheilung. Hilfe. Wow, 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 wow. Ich bin hier volle Kanne in der Scheiße. Mich nochmal bitte. Heiler. Wow. Leck mich doch am Bärzel. Mistviecher. Es tut mir ja tierisch leid um die arme Mabari. Weil ich Hunde nicht wehtue will. Aber die lassen wir ja keine Wahl, die Schweine. Heil mich mal. Boah, Alter. Scheiße, die Heilfähigkeiten sind jetzt erstmal gesperrt für mich. Ja, das musste ja so kommen. Na gut, Stan. Speak. Ganz charmant wie immer. So, jetzt verfallen wir in deinen Kampfrausch und dann zeigt man mal, was kannst, Männel. Das ist aber nicht so gut. Morrigan hinterher, Heiler. Nochmal in die Nähe gehe und Massenheilung mache. So, das, so sieht das Ganze doch wieder besser aus. Können wir doch vielleicht noch einen Geistschlag auf den machen? Hau den Sack um. Und dann gehen wir doch mal wieder zurück. Okay. Ah, da war noch ein bisschen Schmiere rumgelecker. Gut, dann steht mein Charakter wieder. Muss ich allerdings das Blutend entfernen. Mit der Verletzungsausrüstung, die wir vorher geflattert haben. Okay. Dann, ja gut, die heilen sich jetzt sowieso gerade alle wieder. Würde ich doch trotzdem sagen, liebe Leute, ich mache an der Stelle wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut, bis übermorgen dann wieder. Verheit hat's nicht gereicht, aber übermorgen knacken wir das leerstehende Gebäude dann. Iron Yankee.